Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Ich wollte schon Legion sagen, ihr habt es gemerkt. Und zwar wollte ich heute meinen Lightforge Draenei ein bisschen weiter leveln. Der ist mittlerweile dank ein paar Testversuchen und ein bisschen Pet Battle nebenher auf Stufe 90 gekommen und ich habe ihn jetzt schon einmal hier nach Draenei geflogen und wir fangen jetzt an, hier quasi meine schöne Garnison einmal aufzubauen. Und diesbezüglich quatschen wir einmal mit Velen, der uns jetzt einmal hier mit nach oben begleiten wird. Und ja, jetzt basteln wir erstmal die Garnison auf und dann werden wir hier so ein bisschen rumfliegen und die Sachen hier alle besorgen. Da könnt ihr dann gerne auch mitspielen, wenn ihr wollt. Also ich kann, wenn ihr da Bock habt und ihr die Bonusziele mitspielen wollt, euch hier in die Gruppe mit reinqueuen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller oder wenn irgendwer supporten will, kann er das gerne auch tun. So, wir müssen jetzt bloß hier mal anquatschen. Ich habe jetzt vorhin meinen Monk auch schon hochgemacht, also sprich zwei von den verbündeten Völkern habe ich jetzt mittlerweile auf Stufe 110 und das ist jetzt der dritte, beziehungsweise der vierte. Ich habe ja den Hochbergtauren auch noch, den ich parallel am Spielen bin. Alle Elite der Allianz, definitiv. Kann ich nur unterschreiben, die Aussage. So, was muss man jetzt hier drücken? Ich glaube irgendwie, wenn der hier fertig ist, kann man die Quest wieder abgeben. Ach, bei dem, genau. Und dann müssen wir die Viecher killen und das Holz besorgen, ne? So wie bei der Horde auch. Ah, oh, das ist hochgerollt. Das ist hochgerollt. Riesige mordlustige Raben. So, und die werden wir nämlich jetzt alle mal zusammenziehen. Also was ich halt immer mache, ist die Garnisonsquest, die lohnt sich halt, ne? Dann kannst du die immer herporten und wenn du später mal irgendwas mit den Chars hier farmst, dann ist das halt relativ praktisch. Und vor allem, du kannst dir halt auch diese Flasks kaufen, ne? Also deswegen sollte man das immer machen, dass man sich die Garnison einmal erspielt. So, das wollte ich wieder ein bisschen leiser drehen. Und ich glaube, ich sollte den Sound allgemein wieder ein bisschen anpassen. Den habe ich nämlich vorhin ein wenig hoch bei den Dialogen und die brauche ich nur bei Story-Dialogen, die ich noch interessant finde, also sprich bei neuem Zeug. Jetzt bei dem hier. Sag mal so, das habe ich schon das ein oder andere Mal gespielt, das brauche ich nicht unbedingt, die Beschallung. Wie meinst du, du hast keinen fliegenden Draenor? Ja, das ist eher schlecht, weil dann müssen wir bei jedem Teil aufsitzen, absitzen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig dann. Ja, die kannst die parallel spielen. Das ist egal. Du musst halt bloß schauen, ob Blizzard dir die verbinden lässt. Ne? Ich glaube, mit deinem Bruder gleicher Nachname, das geht eigentlich immer. Das müsste schon funktionieren. Es sind ja wie zwei Accounts, ne? Das ist nix. Nicht dann einer, sondern es sind zwei Accounts, die sind halt bloß über Battle.net miteinander verbunden. Das ist halt alles. Das ist alles. Und sonst funktioniert alles wie vorher. Bloß hast du halt auch dein Battle.net-Chat teilst, das ich ja eben gerade demonstriert habe. Und ja, das musst du halt wollen. Also theoretisch sind auch die Kontakte dann die gleiche über Battle.net. Coffee Lady, hey, ich grüß dich. So, Dollar. Wie viele Flaggen brauchen wir denn noch? Zwei. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwelche. Ne, da sind Mobs dran. Das kann ich vielleicht sneaken, wenn ich gut bin. Okay, ich bin nicht gut. Ah, die Range meint war aus. Ich muss sagen, ich habe es ja letztens mit dem Druid schon gemerkt, dass mit dem Hochbergtauren, den ich gespielt habe, dass jetzt die Mobs hier wesentlich besser down gehen, als das vor dem Item Squish der Fall war, ne? Im Low Level sieht's halt blöd, also im richtigen Low Level sieht's halt nochmal ein bisschen anders aus. Da ist es dann ein bisschen schwieriger, aber so 80 aufwärts, wie scheint, ist irgendwo, also um die 80 ist der Breakpoint, wo es dann einfacher, also zumindest man einfacher die Mobs legt, als es vor der Fall war. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil vor allem in WoD habe ich es gemerkt, dass du die Mobs ganz schwer tot gekriegt hast mit den Gammel Equipped Chars.
So, Boss brauchen wir noch einmal und dann können wir die Garni quasi schon aufbauen. Ja, das meine ich ja. Umso niedriger es ist, umso schwerer ist es quasi. Das liegt halt an dem Item-Squish. Die haben halt die Werte zusammengesquished und dann wird es in manchen Bereichen halt schwieriger. Und das scheint im Low-Level zu sein. Und umso höher du kommst, umso einfacher wird's. Weil davor war es halt so, dass du im hohen Level die Sprünge viel höher waren, dass du dich halt von dem niedrigen absetzen konntest. Und deswegen hast du es dann krasser gemerkt, weil dann die Gegner viel mehr Schaden ausgelegt waren, als du mit dem Low Gear hattest, ne? Und das ist jetzt halt bereinigt worden. Dafür ist halt im Low Level es zusammengestauchter und deswegen halt schwieriger, weil du halt nicht mehr diesen Schadensprogress hast, den du vorher hattest, ne? Mal gucken, ob sie das nochmal ein bisschen patchen werden. Da bin ich ja mal gespannt. Ob sie da nochmal ein paar Anpassungen machen. Also, ich denke mal, das wird jetzt immer tougher. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich in Low-Level dann überhaupt noch großartig rentiert, Instanzen zu laufen, ne? Das wäre nämlich das nächste, was ich dann nochmal testen muss. Mal wirklich im ganz Low-Level ein paar Innies machen. Das ist das, was ich nämlich jetzt noch nach dem Pre-Patch noch nicht getestet habe, ne? 80 aufwärts habe ich jetzt hier eigentlich ergiebig das Ganze schon getestet. Aber ganz im Low-Level noch fast gar nicht. Ja, was heißt als viel Twinker? Tust du immer einfach so wieder Chars zwinken oder hast du ein gewisses Ziel quasi? Achso, da muss man ihn anquatschen, ja richtig. Muss man ihn einmal anquatschen. Weil ich level vor allem Twinks, um bestimmte Sachen zu erreichen. Also im Moment sind es ja gerade die ganzen verbündeten Völker, ne? Weil es ja auch Achievements bringt. Und sonst habe ich halt meine ganzen anderen Chars mal hochgezogen, die ich noch irgendwo zwischendrin liegen hatte, irgendwie um die 80, 90 rum, dass ich die mal alle auf einen gewissen Stand habe, ne? Weil jetzt also zwischen Patches habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so viel zu tun. Das sind eigentlich wenige Punkte, die ich machen kann, ne? Ich kann quasi meine Chars hochspielen, das ist eins. Dann noch die Mounts farmen, die man farmen kann, oder Toys, Pets, sowas. Aber die, also Toys, Pets habe ich soweit alle. Das Einzige, was ich noch farmen kann, ist quasi einen Mount. Und das ist das halt vom Char des Zorns, ne? Und da bin ich ja auch dran mit allen Chars. Da ist es natürlich wieder günstig, wenn man dann auch Twinks hat. Weil man dann halt mehrere IDs hat, ne? Deswegen twink ich unter anderem auch ganz gern, wenn man das dann halt ein bisschen besser betreiben kann. Und das Letzte, was ich noch machen kann im Moment, ist halt, warte, wo ist denn das Ding? Hier. Ist hier diese Prestigestufe hochbasteln. Wo haben wir sie? Ne, die ist. Doch. War sie denn jetzt drin? War die nicht hier drin? Ah, hier war sie. Ach, genau. Da war sie. Also das hier halt hochbasteln. Ne? Aber das zieht sich halt extrem mittlerweile. Leider. Leider zieht sich das extrem. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier das ein bisschen kleiner machen. Dass ich auch die Schätze hier in der Garnison mitnehmen kann. Da sind übrigens bei der Horde wesentlich weniger. Ich glaube, bei der Horde war es ein einziger Schatz, der in der Garnison liegt, ne? Und hier bei der Ali bist du quasi überschwemmt mit Schätzen. Und ihr seht, ich bring 31.000 EP. Liegt daran, weil ich noch erholt bin. Und dann kriegst du noch mal ein bisschen was extra quasi. So. Jetzt noch 50%. Sowas kann ich unterschreiben. Ja, ich habe ja ein paar hochlevelige Dungeons getestet. Und davor habe ich etwa für einen Abschluss um die 200.000 bekommen, ne? Dann waren es irgendwie so, direkt nach dem Pre-Patch waren es dann irgendwie noch 70.000. Dann haben die es gepatcht auf 120.000, aber 120.000 und 200.000 sind halt immer noch zwei Paar Schuhe, ne? Also, finde ich ein bisschen schade. Die Erfolge sind auch zusammen, ja, genau. Alles, was du quasi. Im Endeffekt verhält sich das so, ob die Chars auf demselben Account werden. Also alles, was du Battle.net-mäßig geshared, also alles, was du zwischen Chars geshared hast, ist auch im Battle.net-Account geshared. Du musst aber zwei Accounts zahlen. Also das muss dir halt im Klaren sein, ne? Das muss dir im Klaren sein. Aber wenn du einen Account hast und dein Bruder einen Account, dann ist eh klar.
Praktisch ist es halt, wenn du und dein Bruder irgendwo unterwegs seid, zum Beispiel Mount farmt, ne, und es droppt dann und einer von euch beiden kriegt's, dann haben es beide, ne, quasi darüber. Das ist halt, wäre halt der Vorteil an der Geschichte. Im Endeffekt, das Zeug bleibt alles auf seinem Account, aber der Credit wird geshared. Wenn du die Accounts danach wieder auseinander nimmst, ist es halt quasi wie vorher, ne? Mit den Achievements. Aber sonst, ich bin jetzt am Überlegen, es gibt nichts, was nicht zwischen Chars geshared wird auf einem Account, was du nicht auch geshared kriegst auf dem Battle.net-Account. Also, wenn du jetzt einen Char hast, ne? Ich habe zum Beispiel den Char und ein anderer Char auf dem gleichen Account. Ist natürlich klar, das Gear hast du auf einem Char, das ist klar. Den Ruf hast du auf einem Char, den wird nicht geshared. Aber sobald du jetzt bei Achievements reingehst, hast du es auf dem Char und auf dem anderen Char vom gleichen Account und auf dem Battle.net-Account. Und selbiges gilt für alles, was hier drin ist. Das hast du auch sowohl auf einem anderen Char vom Account als auf einem anderen Char auf dem Battle.net-Account, ne? Ich merke schon, die Thematik scheint interessant zu sein. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein ausführliches Video, wo ich das ein bisschen demonstriere, wie es genau funktioniert. Und theoretisch, wenn man das halt quasi auf die Spitze treibt, kann man auch hergehen und sich theoretisch 10 WoW-Accounts machen, wenn man halt auch 10 WoW-Accounts zahlen möchte, ne? Aber das ist dann halt nochmal eine andere Sache. Achso, du willst einfach nur die Mounts von ihm abgreifen. Ja, aber du musst ihn halt auch fragen, ne, ob er da Bock drauf hat, mit dir auf einem Account zu sein, ne? Jo, kann ich demnächst mal machen. Ich hätte jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das für irgendjemanden interessant sein könnte, aber klar. Warum nicht? Ja, warum nicht? Kamerados, hey, Space, grüß dich. Na, was geht so? Oh shit, ich kriege hier übelst aufs Maul hier. Okay, die hauen alle ab, die Viecher. Machen wir Bubble. Machen wir mal auf Nummer sicher. Gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Na, hauen doch ganz schön raus. Ich habe die fast ein bisschen unterschätzt, die Viecher hier. So. Jetzt, ach, schau mal, ich habe auch gleich genug Sachen gelootet. Das brauche ich eigentlich bloß noch den Boss dann. Dann habe ich es eigentlich auch schon. Nee, ein Fass brauche ich noch. Kacke. Ja, ich weiß aber nicht, ob das so einfach ist, das Ganze aufzuteilen. Also, da wäre ich jetzt eher mal vorsichtig. Und ich weiß halt auch nicht, wie einfach du es hinkriegst. Ich habe damals quasi den Account von meinem Bruder hier relativ gut dazufügen können. Das war aber, weiß ich nicht, ein Cutter oder so, wo ich das gemacht habe, ne? Also das ist schon eine Weile her, weil wir halt zusammen spielen wollten und ich hatte halt die Heirloom-Items, also die halt mehr EP bringen und er hatte die halt nicht, ne? Und also er hat sich halt einen neuen Account gemacht gehabt, wollten wir mit mir zusammen spielen, dann hatte ich halt 50% mehr EP und er hatte die halt nicht. Und dann dachte, war halt er so ein bisschen mehr, dachte, er will die auch haben und hin und her. Und dann haben wir halt überlegt, wie kriegen wir dass er die schnell kriegt, ne, quasi. Und damals musstest du die noch freispielen, da gab es noch keinen Händler, dass du die holen konntest. Da musst du die, glaube ich, nur für irgendwelche Punkte holen. Ich glaube, Eroberungspunkte oder so damals noch. Und deswegen haben wir dann geguckt, dass wir die Accounts zusammenlegen. Dann hatte er nämlich auch diese Items und dann konnten wir halt relativ easy leveln. Das war ganz nice. Und irgendwann hat er dann aufgehört und dann habe ich halt einen zweiten Account auf dem Battle.net gehabt, ne. Wie es mir geht, ach, soweit ganz gut. Außer, dass ich ein bisschen Feuer spucke gerade noch, weil ich habe mir eine recht scharfe Pizza vorhin bestellt. Mein Bruder mein anderes Essen, was ich heute eigentlich essen wollte, weggefuttert hat. Und ich dann kurzfristig umdisponieren musste. Das war ein bisschen blöd, aber gut, ich habe ja was zum Essen gekriegt von dem her. Ist alles tutti quasi. Und außerdem trinke ich ihm jetzt sein Trinken weg. So als Rache, weißt du.
Man muss sich ja stets revanchieren, quasi. So. Die Quest mache ich nämlich immer noch, bis ich quasi meine Armee krieg, ne? Das ist immer so das Prozedere, das ich quasi hier mit meinen Chars mache. Immer die Garnison freispielen, bis zur Armada spielen und dann geht's ab die wilde Lutze. So, warte mal, ich glaube, zwei Quests muss ich jetzt noch machen. Rache, eine schöne Sache. Trinkst du Wodka? Ich trinke auch Wodka, aber das hier ist ein Limo, ja? Das ist Limo, ja, weißer Limo. Das ist halt, das darf man so ein Bruder immer sonst trinkt. So. Weil meine Cola war noch nicht kühl, aber die ist jetzt aus der Tiefkühle. Seht ihr mal, die perlt schon, ja, quasi. Jetzt steige ich auf Cola um, quasi. Ja. Nein, ich hab da Wodka voll. Wisst ihr das letzte Mal beim 24-Stunden-Stream, wo ich wirklich Wodka getrunken habe? Das ging nicht gut aus. Und ich hab nicht mal viel getrunken. Scheiße, das Leck hat mich enttarnt, dass ich hier am Wodka saufen bin während dem Stream. Bitter. Ja, bitter. Ja, ich gehe jetzt dann zu den anonymen Alkoholiker. Was? Cola Zero? Ne, da muss richtig Zucker rein. Ich will doch Diabetes kriegen. Marat. Einfach durch den Wagen durch mit dem Gaul. Kommt, spricht mit mir. Also zwei Schluck und er war voll, ist jetzt wohl ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so, wenn man halt jetzt selten was trinkt, ist man halt immer so geübt. Das war früher bei mir ein bisschen anders, ne? Da habe ich mehr getrunken, also was heißt ein bisschen mehr getrunken, aber da habe ich halt öfter auf Ständenpartys getrunken, da war man ein bisschen mehr in der Übung. Mittlerweile, ne? Ist halt nicht mehr so viel. Ja, die Mondpriesterin hier, auf geht's. Gut, okay. Schatz, was sagt der Schatz zum Anti? Jetzt meine ernste Frage, ist dieses Submate, ist das was wirklich viele Leute sagen oder ist das einfach hier nur von dem Asmongold? Weil das ist der einzige, wo ich das eigentlich jemals bis jetzt gehört habe vorher. Achso, warte mal, die Quest mache ich noch und dann sind wir fertig mit Quests. Ich habe sogar einen epischen. Aber warte, hat gerade gesehen, wie viele Pfeile da dran waren? Da waren irgendwie 10 Pfeile dran, dass es abgegradet ist. Das ist doch auch, glaube ich, ein Bug, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Das hier, das hier, das hier, das hier. Machst du noch Fitness? Im Moment relativ wenig, ehrlich gesagt. Im Moment relativ wenig. Bin ein bisschen faul, weißt du. Die kann meine Angst riechen. Schau mal an. Ich wollte jetzt wieder ein bisschen mehr machen eigentlich. Also so ein paar Übungen zu Hause mache ich nur, aber jetzt nicht mehr so viel. Warte mal, hatten wir nicht das letzte Mal? Warte mal, ich muss das mal wegschieben. Letzte Mal, nee, mit dem Arm hatten wir geguckt. Bisschen was sieht man noch, oder? Halt, warte, ich muss in die Kamera. So, sieht man noch. Ein bisschen Oberarm habe ich noch. Aber es war auch schon mal besser. Naja. Scheiß drauf. Jetzt kümmern wir uns ums Gaming, das ist eh wichtiger. Das ist eh wichtiger. Nee, war früher schon mal mehr, würde ich mal behaupten, ne? In good old times, ja. Aber ich will eigentlich mal wieder ein bisschen anfangen, ein bisschen durchziehen. Saufen wir mal. So. Können wir machen. So, jetzt fliege ich mal hier eine Runde. Machen wir das mal so rum, würde ich sagen. Pack das Ding wieder ein, Mensch. Das Ding, so. Das hätte man, ja, das hätte man ein Bein werden sollen. Ja. Also wenn hier irgendwer. Levelst du mit. Oh! Ah! Gut, dass du sagst, Kacke, ich muss mir den Kacktrank holen. Das habe ich schon wieder vergessen. Hier, ja, richtig, ich bin ja schon 91. Du hast auch Wodka-Cola? Ja, also ich schenke mir jetzt nur Cola ein, keine Wodka-Cola, aber kann man machen. Jedem das seine. Wenn man sich am Sonntagabend haben wir schon mal ein bisschen was gönnt, kann man das natürlich machen. Aber ich bleib dem Alkohol heute, glaube ich, fern. Aber obwohl, wäre vielleicht auch mal ganz lustig so im Stream, ne? Ja, ich vergesse ihn jedes Mal. So, wo war uns dieser Kackhändler? War das der hier?
Nein, jetzt geht das wieder los. Ich finde diesen dummen Händler immer nicht. Welcher ist es denn? Warte mal, der war hier, oder? Das hier? Der hier war es, ne? Ach, fuck! Ich finde diesen Kackhändler immer nie. Sag mir mal, welcher es ist. Wer ist es denn? Der ist es auch nicht, ne? Da war ich eben. Ich trinke doch kein Sixpack. Jawohl. Nö, ich trinke halt, was ist denn, 1 Liter Flaschen? 2 trinke ich meistens, ja. Sowas. Na, Ben, grüß dich. So, jetzt müsst ihr mal helfen. Wo ist dieser verdreckste? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Ja, okay, das mache ich später. Das schauen wir später. Hey, ich sehe gar nicht aus wie ein Backstreet Boy. Ach, du mich auch. Wo ist denn jetzt der Typ, der mir die komischen Tank verkauft? Jetzt sagt mir. Rechts vom Tor. Nee. Ah! Der hier. Ah, danke. Der ist es. Alright. Der sieht aus wie eine Stadtwache, der Typ. Alright, alright. So, wir haben unseren Trank. Wunderbar. Danke dir. Ich verneige mich. Seit wann bin ich denn sympathisch? Du bist ja lustig. Zu mir wird doch immer gesagt, dass ich so arrogant bin, oder? Habe ich da was verpasst? Das wundert mich jetzt. Das täuscht, sagt Adi. Da gebe ich dir voll und ends recht. Ja, das täuscht. Das täuscht. Ich bin die Ausgeburt des Bösen. Quasi. Sowas von. Ihr gönnt mich. Ich trink was und wein in meiner Ecke jetzt still und leise. So, hier, auf geht's. Wisst ihr, was mich ein bisschen, naja, ein bisschen traurig stimmt? Ich muss ja diesen Kack-Zwergpaladin. Oh nein! Ich habe mich jetzt ganz kurz gefreut. Ich zeige euch mal was. Ich habe mich ganz kurz gefreut. Heute ist, glaube ich, das erste Mal, dass hier dran steht. Allianz siegt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin Horde mit dem Char. Also du gewinnst halt gar nichts. Vielleicht liegt es aus einem dreckigen Lied schon wie mir, aber du gewinnst halt echt gar nichts, ne? Das ist halt den ganzen Tag das Gleiche. Dann gewinnt einmal die Allianz und dann bist du auf Hordenseite drin, ne? Ja, ich hab's gelesen, dass du mit dem Char jetzt eine Mille transen kannst, aber im Moment habe ich eigentlich gar nicht jetzt das großartig vor, irgendwo hin zu transen, deswegen bringt's mir nix. Was? Aber Space, das wäre mal eine gute Idee. Das wäre mal eine gute Idee. Jeder, der auf die FL will, der muss TCK-Mount geben. Aber dann hätte ich nicht mehr viele Leute auf der FL, glaube ich, weil die sind ganz schön teuer, die Dinger. Aber das wäre mal eine gute Idee, weißt du? Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Nee, die geht nicht mehr. Die haben sie rausgenommen. Gruppensuchfunktion war einmal. Das hat Blizzard komplett tot gemacht. Die wollen das nicht, dass du solche Tools nutzt. Leider. Leider, leider. Ja, Lukas, könnte man so sagen, ja, könnte man so sagen. Ja, der Anti hat 20 Auserwählte, ja. Einer schlimmer als der andere. Hä, es geht wieder? Hä, wie soll das gehen? Ich hab.
Also ich habe das vorhin getestet, das hat nicht funktioniert. Hast du es mit dem Addon gemacht oder hast du es mit dem Blizzard Tool gemacht? Weil das Blizzard Tool geht nicht mehr und die Addons gehen eigentlich auch nicht mehr. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Oder streust du Desinformationen, um Leute hier in die Irre zu führen und unter anderem mich auch? Gar nicht, ey. Jetzt geht's aber los hier im Kindergarten. Gar nicht. Selber. Als 77 Jungfrauen? So, 77 Jungfrauen. Vielleicht sind die auch im Chat, die 77 Jungfrauen. Wer weiß. Blizzard Tool, okay. Hoi, das wundert mich. Wenn das geht, dann wär's cool. Das ist dein Job, ja, so wie letztens, wo du. Wo du mir auch irgendwas erzählt hast, wo ich dann ab hier mit den Kisten, ne? Wo ich dann ausprobiert habe und dann ging nix. Da kann ich jetzt wieder aufmounten? Ja, wunderbar. Warte mal, wer streichelt über seinen Hammer? Moment mal hier. Hier, Timeout, ne? Wir haben hier gerade erstmal ein bisschen nach Neuen jetzt. Pack mal den Hammer wieder ein und dann alles von vorne. Ganz, ganz ruhig. Das Anduin hat keinen Bock, war nicht angreifbar. Das ist natürlich blöd. Aber ist der nicht jetzt auf 120 gescaled, der gute Junge, der gute Boy? Das ist jetzt richtig. Jetzt wissen wir, dass es zu 100% nicht geht. Das ist durchaus richtig, ja. Weiß jetzt zwar nicht, was uns das jetzt bringt, aber ja. Das ist richtig. Darf ich ihn einölen? Was ist denn mit euch? Aber das mit den Kisten wusste ich ja eigentlich vorher schon, dass es nicht geht. Naja. Naja. So. Jetzt glauben wir den Ring noch auf hier. Weißt du, ihr seid schon durch. Ihr seid schon ein bisschen durch, ne? Warte mal, gab es hier nicht noch eine Quest, dass du auch die Elefanten killen musstest? Ah, die finde ich jetzt nicht. Ach, lass da hinten anfangen. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Wolltest du da eine wissenschaftliche Arbeit draus machen, quasi? Interessant. Backen die Mobs? Oh, ich hatte einen Lag anscheinend. Mobs haben nicht gebackt, ich habe rumgeleckt. Warum auch immer. Komm her. Das ist so kacke, dass jetzt auch die Heilung auf dem Global Cooldown ist. Also was ich da Blizzard gedacht habe, quasi, jetzt kannst du dir als Tank überlegen, machst du Damage oder heilst du dich selber? Und das finde ich halt ziemlich gammelig, weil ihr wisst ganz genau, für was ich mich entscheiden werde. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich öfter im Dreck liegen als alles andere. Warum ich das Waffe und das Schild nicht zu geil. Könnte ich ehrlich gesagt machen, ja? Ich könnte mal gucken, was ich da in Transmog habe. Dann könnten wir es tatsächlich mal transmoggen. Jetzt, wo ich den Char ja ein bisschen spiele, weißt du? Weil ich der Gottkönig bin, deswegen darf ich rumlaggen und du nicht den Hammer streichen. So einfach ist die Sache. So, jetzt hole ich mal mein großes Teil raus. Und schauen wir mal, was man hier transmoggen kann. Also, warte mal, habe ich irgendwelche Sets mit dem? Nur das hier, das ist ziemlich gammelig. Ich habe ein einziges Plattenset, ne? Eins. Und wa was, warte mal, wir können ja mal gucken, was wir für ein cooles Schild haben. Boah, ich könnte das Bollwerk von Azinot transmoggen, ne? Schilde sind schon cool, oder sowas. Oder das hier. Soll ich mir so eine Rüstung bauen? Ich habe kaum Plattengear. Komm, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ich baue mir so eine Ritterrüstung. Schauen wir mal, ob ich mir eine Ritterrüstung basteln kann. Ob ich sowas hab. Was gibt's denn hier? Ist hier keinen so einen coolen Ritterrüstungshelm? Sieht aber ziemlich schlecht aus, ne? Das hier ist das ein. Der sieht ziemlich gammelig aus.
Hä? Weiß ich, ist halt Platte und es gibt halt keinen coolen Ritterhelm. Hol dir T2, ja, ich hab halt, weil ich nie Plattenträger spiele, habe ich halt auch keinen Transmog für die oder kaum Transmog, wie ihr seht. Leider. Ich könnte so einen hässlichen Mugu-Helm holen. Oder so einen DK-Helm. Oder ich mach so einen Admiralshut. Was ist denn das hier? Warte mal, daraus können wir vielleicht was machen. Haben wir irgendwelche tollen Schultern? Schauen wir mal, ob wir da was basteln können. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber das sind auch irgendwelche. Ja, weiß ich nicht. Oder diese Pallas-Stiftungen. Hätte mir gern so eine Ritterrüstung gebaut, weißt du? Aber ich hab halt so wenig Transmog, dass das geht. Ich könnte mir so eine dunkle. Das ist eine ganz coole Brust. Die sieht doch cool aus. Oder passen die Schultern wieder nicht dazu? Boah, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen lang dauern, wenn ich mir eine komplette Ausrüstung baue. Das sind geile Dinger. Warte mal, da habe ich vorhin so Schultern gesehen, die auch ganz cool aussahen. Waren denn die? Die hier. Boah, ich bastel mir so ein Set. Warte mal, gibt's so einen roten Kopf? Nee, das passt nicht dazu. Nee, das auch nicht. Den hier kann ich. Oh, das sieht doch so scheiße aus. Ich glaube, ich baue mir jetzt ein Ugly Set. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Mund als Ding. Ja, nice. Und da gibt es da noch andere Sachen. Ich glaube, ich baue mir so ein richtig hässliches Set. Oh yeah. Ich baue mir so ein richtig hässliches Set. Oder den hier. Das ist bauchfrei. Sieht das scheiße aus. Warte, okay. Jetzt schauen wir, jetzt tun wir uns eine hässliche Hose dazu. Aber auch so in dem Rot. Das sieht halt aus wie so ein. Wie so eine zu kleine Rüstung, ne? Oft für den Drehnei. Oh, das passt dazu. Okay, warte. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Oh, die passen auch dazu. Wunderbar. Ich habe gleich auf den ersten Pick was gefunden. So, brauche noch Handschuhe. Passen eigentlich auch ganz gut. Warte, gibt's eine andere? Oh yeah, so rote. Das sieht passt fast noch besser. Hey, grüß dich. So, okay, warte. Den Rücken muss ich nur anpassen. Ja, die sehen alle kacke aus. Die passen alle nicht zu meinem roten Set. Ich brauche was Rot-Schwarzes, brauche ich. Das hier könnte vielleicht gehen. Ja, das geht. Also, das ist, kostet wahrscheinlich wieder viel zu viel. So, dann brauche ich jetzt eigentlich noch eine Waffe und ein Schild dazu. Der Kopf, der passt irgendwie auch noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss nochmal einen anderen Kopf suchen. Ah, perfekt, der Kopf passt. Oder der hier. Wenn dann der oder der. Ne, wir nehmen den hier. Der ist besser. Das sieht halt so affig aus. So, aber dann jetzt brauche ich noch ein Schild. Oh, ich kann das Schild nehmen. Was habe ich sonst noch zur Auswahl? Nee, oder ich nehme das hier. Mach so ein bisschen mehr zerealisch. Alligator, hey, grüß dich. Ja, ich mach erst mal die Waffe, glaube ich. Ich mach erst mal die Waffe. Oh, das wird dazu passen, ne? Oder das Laserschwert. Oder das hier, das ist auch nicht so schlecht. Ich habe halt extrem wenig. Warte, was kann ich denn nehmen? Ich kann auch eine Axt nehmen. Aber eigentlich will ich dazu keine Axt haben, sondern eigentlich ein Schwert, ne? Was haben wir hier? Kolben kann ich auch nehmen. Ich kann theoretisch auch so einen dicken Kolben dem in die Hand geben, aber eigentlich möchte ich so ein Ritterrüstungsding bauen. Was haben wir da noch so? Vielleicht ist irgendwas richtig Cooles dabei. Haut mich jetzt alles nicht so um.
Das ist gar nicht so. Also der sieht cool aus, der da so nice leuchtet, ne? Ja, das ist so ein kleiner. Ich möchte eigentlich so ein Riesenschwert haben, aber das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ich guck mal bei Schwertern. Warte. Schwer, du kannst halt nur Einhandwaffen transmoggen, ne? Alles andere geht halt nicht. Na. Boah, das ist natürlich nice. Also das merken wir uns mal vor. Wenn ich jetzt nichts Geileres finde. Das hab ich glaube bei meinem Rogue, da habe ich zwei solche Schwerter. Das hier ist auch nice. Das ist fast noch ein bisschen besser. Naja, das ist zu dünn. Das hier würde noch gehen. Glaube ich, tendiere zu dem hier. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. So, und jetzt schauen wir noch das Schild. Also wenn denn, ich nehme das hier. Oder das hier, aber das passt dann fast nicht mehr zum Schwert, weil es zu klein ist. Der Char macht dich rallig, okay. Ein Drehnei. Oder ich nehme das Bollwerk von Azinot, aber das passt fast zu dem Set nicht, ne? Das wird dann fast. Da wird fast sowas. Obwohl, das ist auch ein bisschen klein, ne? Ah, das kannst du knicken. Salian-Schild, das ist halt riesig, ne? Aber das passt halt nicht mehr dazu jetzt. Jetzt hab ich halt schon so ein rotes Set gebastelt. Oder ich ne. Also, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das Schild. Werde ich hier angegriffen? Da kannst du gar keine Verzauberung drauf machen. Was mache ich jetzt aufs Schwert drauf? Nee, das passt hier überhaupt nicht. Ich brauch was Rotes. Das hier. Rotes Tropfen. Oder was anderes. Hier, das hier vielleicht. Warte mal, das hier unten in der Ecke war eigentlich immer ganz cool. Ich glaube, ich nehme das. So, mein Set ist complete. Passt halt irgendwie nicht zum Paladin, ne? Aber ist egal. Jetzt habe ich zumindest mal irgendeinen Transmog. Was, jetzt kommt ein Korb oder ähnliches? Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Jetzt machen wir den Kack hier mal fertig, dass wir mal weiterkommen. Jetzt habe ich zumindest mal was getransmoggt. Also es sieht jetzt nicht so super toll aus, aber für das, was ich an Transmogs in dem Bereich habe, ne, muss es jetzt erstmal gut sein. Ja, komm mal, hey, grüß dich. Muss ich schauen, ich wollte das Gebiet halt hier auf jeden Fall noch fertig kriegen. Mach halt schon wieder viel zu lang rum hier wegen Transmog und allem möglichen Mist. So eine Viertelstunde von meiner Flask weg, ne? Muss ich wieder schauen, dass ich Ordensressourcen verdiene. Wobei eigentlich kriegst du immer relativ gut was. Also das dürfte eigentlich nicht zum Problem werden, hoffe ich zumindest mal. Oder über 500 Mounts, ja, die müssen was kompensieren, das habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. Ganz schlimm mit solchen Leuten. Oder das sind die Leute, die sich keine Gedanken drüber machen müssen, deswegen Zeit haben, die Mounts zu farmen, weil sie eben nichts kompensieren müssen. Oder die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Man weiß es nicht. Oh shit, die Bubble war aber jetzt echt close. Muss ich ein bisschen heilen. Cheat, das D hat mir jetzt fast auseinandergenommen. X-Files, ja. Kenne ich hier noch dieses mit Jonathan Franks hier, oder wie hieß das?
Hey, danke dir fürs Abonnieren. So. Was brauche ich denn jetzt? Sind wir jetzt hier fertig? Nee, das haben wir jetzt noch nicht fertig, ne? Immer noch ein paar von denen. Käse, aber echt. Ich glaube, die Dinge hätte ich ja nicht machen sollen. Die dauert fast ein bisschen zu lang. X-Faktor, genau so hieß das. So hieß das. Nicht zu tief. Nee, nee, pass mal auf. Da achte ich schon drauf. Das war mal eine gute Sendung, ja, X-Faktor. Das Unfassbare. Wir haben sie leider irgendwann mal abgesetzt. Die lief dann nicht mehr. Leider. Da habe ich immer mitgefiebert. Ich habe erst sechs von den einen Viechern. Ich glaube, vorher hat es nicht gezählt, weil ich aus dem Gebiet rausgelaufen bin. Das ist blöd. Das ist halt die Kacke. Eigentlich diese Bonus-Ziele, ob sich die so rentieren, ist halt fraglich, weil du musst schon echt viele Mobs hier immer killen, ne? Eine Songsendung? Was soll das denn sein? Eine Songsendung? Muss ich ihn mal nochmal angucken, den Char. Also irgendwie, die Waffe passt doch nicht zu. Das darf keine so eine. Das muss eine große, metallene Waffe sein und nicht so eine verzauberte. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Ich muss mir da nochmal was. Irgend so eine große schwarze Waffe brauche ich. Was du sammelst wegen mir alles Ledertransmog? Eieieiei, das wird teuer, das wird teuer. Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen hier, ne, angefangen wegen mit dem einen Addon. Ach, da wollte ich eigentlich noch ein Video drüber machen, über das Addon, weil das finde ich echt cool, ne? Das klappt ganz gut. Ich wollte mal ein Video zu den ganzen Transmog-Addons machen. Muss ich jetzt mal demnächst angehen, wenn ich zukomme. Aber das fand ich echt nicht so schlecht. Oh shit, jetzt verrecke ich hier noch. Mal schauen, aber ich glaube, mit dem Pala bin ich wesentlich langsamer als mit dem Druid letztens. Erstmal, weil ich hier natürlich getransmogt habe, was mir schon gut was an Zeit klaut. Und mit dem Druid kannst du halt einfach die Sachen von oben aufmachen, musst halt nie kämpfen. Das macht halt echt viel aus, ne? Das macht echt richtig viel aus. Oh, jetzt fliegen wir erstmal da runter. Die singen da so. Das ist fast alle Schwertransmogs. Ich könnte mal reingucken. Warte, wo sind's? Vorlagen? Halt, warte mal, das muss man hier umschalten, ne? Einhandschwerter, schon mal. Es gibt 29 Seiten Einhandschwerter. Wie viele Seiten habe ich? Wahrscheinlich nicht mal 10, oder? Ja, hier 10, 10, 9,5 Seiten habe ich. Es sind schon ein paar coole dabei, ne? Also Schwerter habe ich ja nicht sonderlich viele. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Stäbe, müsste ich relativ viele haben. Stäbe kann ein Paladin gar nicht. Okay, ja gut, dann halt nicht. Stangenwaffen? Stangenwaffen gibt es nur 13 Seiten. Da habe ich gerade mal 5,5. Es gibt schon arsch viele Waffen, ne? Was für ein Ding hast du für 9 Millionen gesehen? 9 Millionen, okay. Wie viele Reittiere ich insgesamt habe? Mit Main sind es, glaube ich, 503. Warte, was habe ich mit dem Char? Weniger, oder? 502 habe ich mit dem hier. Also schon doch ein paar, würde ich mal behaupten. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich fliege die hier ab, dann hier runter, hier hoch und die restlichen, oder? Machen wir es so rum. Diese Peanuts, naja. Ich könnte ja Ding hier mal skillen. Warte mal, was kann man hier noch mit reinnehmen? Was ist denn beim Paladin gut? Was macht denn Damage? Bewegungsgeschwindigkeit, das brauche ich nicht. Wenn ihr einen Verbündeten geheilt, Verbündete will ich nicht heilen. Nein, brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ich brauche was, was Damage macht. Erhöht den verursachten Schaden eures Zauberschild des Rächers um 30.
Das klingt doch schon mal nicht so schlecht. Verursachten Schaden, das können wir doch schon mal mitnehmen. Zwei Langsamungseffekte. Hier. Schweigen, okay, das könnte man natürlich auch mitnehmen. Finde ich jetzt aber alles nicht so krass. Beim Druid hast du zumindest Sachen, die dich noch vom Damage unterstützen. Ach so, okay, das sind blaue werden weniger angezeigt. Müsste ich mal gucken. Du konntest es doch eigentlich auch immer im Dings gucken. Warte mal, das war da draußen, das war diese Vase, ne? Ja, hier die Vase. Du konntest es doch immer auch in der Statistik nachgucken, aber das ist nicht mehr drin, ne? Also, warte, hier bei Erfolgen und da stand Statistik war es immer drin. Aber hier haben sie es irgendwie rausgenommen. Zumindest finde ich es nicht mehr. Abgesehen vom Ledertransmog. Ach ja. Ich glaube, in WoW gibt es immer was, was man farmeln kann, ne? Also, alles haben wird ziemlich schwierig. Das wird ziemlich schwierig. Weil es kommt ja immer mehr Stuff rein, ne? So, jetzt mal schauen, ob ich mit dem da gut hochgesprungen. Muss man mich hier mal ein bisschen hüpfen und ohne Speed, ne? Kann das ein bisschen schwierig werden. Ich muss bloß schauen. Für das muss ich 2 und 102 werden, dass ich da quasi die Sachen aufmachen kann. Halt, warte mal, wie muss ich es machen? Ich muss hier auf den Stein springen. Vom Stein dann da oben. Geh mir doch nicht auf den Sack hier. So, hier, hier. Hoch und jetzt bin ich oben. Wunderbar. Ich habe mir ja überlegt, ob ich jetzt im Pre-Patch hier auf dem Transmog erstmal farme. Aber ich mache es jetzt erstmal so, dass ich so ein bisschen das Zeug immer mal hole. Ist ja oben. Ja klar, bin ich oben. Wie lange ich für die Völker gebraucht habe. Ich könnte mal die Playtime von den ganzen Völkern angucken. Dann kann ich es dir sagen. Beziehungsweise bei dem kann ich eigentlich gleich mal schauen. Und dann gucken. Played. Hä? Hab mich ver. Ist blöd. Ach so, irgendwie hat's nicht geklappt. Played. Ein Tag und 13 Stunden habe ich den gespielt. Ist jetzt auf 91. Also ich kann dir sagen, ich werde jetzt ab dem Zeitpunkt bis 100 noch 3 Stunden etwa brauchen und dann von Ding auf. Wahrscheinlich auch nochmal zwei, weil da mache ich hier nur Invasionen oder wie viel werden es sein? 6 Invasionen sind es, denke ich mal, 20 bis halbe, naja, 20 Minuten schätze ich für eine Invasion etwa. Na ja, gut, dann sind es vielleicht 3 Stunden. So mit dem Dreh maximal. Also insgesamt wahrscheinlich noch 6 Stunden, dann habe ich den auf 100, 110, also reine Spielzeit. Plus zu den 1,13, ne? Dann sind wir vielleicht bei einem Tag und 20 Stunden, denke ich mal so im Maximum. So, das Ding hole ich mir nicht, das lohnt sich nicht. Das hole ich mir und dann hole ich mir die hinten drin noch. Hä, fast jede Rüstungsklasse dasselbe aussehen? Ernsthaft? Das wusste ich noch gar nicht. Ist das echt so? Bist du dir da sicher? Also du meinst, das T-Set ist bloß noch unterschiedlich zwischen den einzelnen Rüstungsklassen? Nee, Invasionen bringen nicht weniger EP, die bringen sogar teilweise mehr EP. Also wenn dem so ist, wie du sagst, dann ist das ein ziemlicher Käse. Dann ist das ziemlicher Käse. Also weiß ich nicht. Ich will ja nicht. Also der Rogue will ja nicht unbedingt aussehen wie der Druid und andersrum. Also, Das hat ja ein bisschen was auch mit Klassenfantasie zu tun, dass du ein eigenes Set hast, ne? Das würde ich schade finden. Und das können sie dann bloß damit begründen, dass sie halt faul sind, ne? Wenn sie es so machen.
7 Invasionen hast du von 98, also ich krieg nach wie vor 1,5 Level pro Invasion. Okay, und was war seine Begründung davon, dass es bloß noch pro Rüstungsklasse ein Set gibt? Das muss ja auch irgendwo eine Erklärung haben dann, oder? Du kriegst ja durch den Wormwood sogar noch mehr, kriegst ja nochmal 10% mehr quasi. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht unterschreiben. Weiß ich nicht, warum du so wenig kriegst, aber du. Also, Überholung hängt ja auch nicht zusammen. Also eigentlich, wenn du alle sechs Dinger machst, dann kriegst du etwa 1,5 Level, ne? Wenn du halt Account. Du hast so Account Gear? Hm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass du kein Account Gear hast, ne? Dass du das irgendwie näher kriegst. Weil das macht halt schon gut was aus, wenn du hier die ganzen Prozente hast, ne? Das sind ja halt 55%, was du mehr kriegst. Ja, da lass es ein Drittel Level sein. Mit Ding sind es 1,5, meine ich. Also kriegst du auf jeden Fall ein bisschen über ein Level. Ja, gut, man muss halt gucken, wie die Sets aussehen, ne? Es bringt dir natürlich, also es war ja früher auch schon mal so, wenn ihr euch jetzt hier an diesen komischen Raid erinnert, hier diese in Wattle, diese komische Arena da in Eiskrone, da sahen auch irgendwie alle Sets fast gleich aus, ne? Aber dann müsstest du ja fast 1,5 kriegen, wenn du noch Ding anhast, oder? Wenn du noch hier den Warmode anhast. Weil von. Also 10%. Obwohl, es wären die 10% dann flat obendrauf gerechnet. Also ist es dann multiplikativ mit dem Account Gear oder additiv? Wahrscheinlich ist es additiv, nehme ich mal an. Das wäre mal ganz gut. Ich habe letztens nämlich auch wieder eine gemacht mit dem. Mit dem Wormwood und mir war es etwa so, dass es um 1,5 sind. Klar, ganz genau guckst du es ja auch nicht, ne? Das müsste man halt ganz genau mal messen, aber sowas um den Dreh rum zumindest. Sowas um den Dreh bekommst du etwa hin. Ach nee, nehmen wir erstmal die unteren Dinger mit. Da sind relativ viele auf einem Spot. Das ist nämlich relativ nice. Dann habe ich ihn jetzt gebraucht zum Transmoggen, das war jetzt schon ewig, sonst schaffe ich immer zwei Level in einer Episode, ne? Jetzt schaffen wir gerade mal eins und das knapp. Jetzt sind wir ein bisschen hinten dran, würde ich mal sagen. Ah, jetzt sind wir zumindest 102, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, weil 102 musste sein, um Gorgon weitermachen zu können. Als Ally kommst du da mal wesentlich easier hin als das Hordler. Das Hordler ist immer arschknapp. Das habt ihr vielleicht gestern gesehen. Weil ich gestern ja mit einem Hordler das Ganze gemacht habe. Und da bin ich gerade so 102 geworden. Mit allen Bonuszielen, allem Zeug, was du in dem Gebiet machen kannst. Um dann nach Gorgon zu können. Und als Ally hast du halt wesentlich mehr hier im Stadtgebiet. Ne? Also ich habe ja das ganze Zeug noch. Das reicht wahrscheinlich nochmal für ein halbes Level. Ne? Also das ist dann relativ gechillt. Gut, ich habe hier auch noch die bon anderen Bonusgeschichten. Ah, die muss ich jetzt halt wieder töten. Und den Boss vor allem auch. Das ist immer nervig. Nö, wir haben keinen Stress. Ich bin bloß halt gerade nicht im Voice. Wir waren doch gestern auch bis spät in der Nacht noch im Voice. Spät in die Nacht. Achso, den Link muss ich nur angucken. Uldur. Warte, jetzt ziehen wir es mal kurz raus, dass ihr seht. Ach, das sind die Sets. Also Cloth, okay. Das hier ist Stoffrüstung. Okay, das Mythic-Set sieht schon ganz cool aus. Das hat C auch.
Das sieht ein bisschen dreckig aus. Das ist das Lederset. Das sieht irgendwie wie so ein 0815 Monk-Set aus. Das sagt mir jetzt nicht so zu. Mail-Set. Ja. Also ganz ehrlich, die hauen mich jetzt alle nicht um. Ne? Die sind alle ziemlich schlicht, muss ich sagen. Also jetzt keine ausladenden Schultern, coole, cool geformt. Gut, dieser Schippel da oben ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber Waffen. Ist es halt so ein Titan-Style, ne? Die Waffen sind ganz cool. Aber die Rüstung haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht um. Okay. Oh Scheiße, jetzt hat mich der Mob gekillt. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Was? Weshalb durch die Triebtäter? Ist das eine Sendung oder was ist das? Anti, sagt mir nämlich jetzt ehrlich gesagt nichts. Hat mich irgend so ein gammeliger Mob hier umgeboxt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die sehen alle kacke aus und Leder ist das hässlichste von den Kackdingern. Das Stoffzeug, das eine sieht nur einigermaßen okay aus, muss ich sagen. Es ist schade. Ich weiß nicht, irgendwie gehen Blizzard bei den Sets so ein bisschen die Ideen aus, habe ich das Gefühl. Also, ich habe schon lange kein Set mehr gehabt, wo ich sage, hey, das ist richtig nice, richtig cool. Das würde ich dann unbedingt transporten, wenn das mal raus ist. Also schon echt lange nicht mehr. Ach so, okay. So, Anti. Und da bist du also heiß drauf. Doch, Nighthold, stimmt. Da hast du recht. Nighthold Dudo war nicht schlecht. Da hast du recht, ja. Gut, vielleicht habe ich es ein bisschen zu pauschalisiert. Ich habe eigentlich von Druid Sets gesprochen und das im Nighthold war nicht so schlecht. Da hast du recht, ja. Ja, es ist halt auch immer Geschmackssache, aber ich finde halt Sets cool, die, wo die Plastik ein bisschen außergewöhnlich ist. Weißt du, wo die Schultern irgendwas Spezielles machen oder der Kopf oder so, weil das andere ist ja eigentlich immer gleich, nur mit einer Textur und das finde ich halt langweilig. Um das jetzt mal auch so auf den Punkt zu bringen. So, warte mal, jetzt queuen wir hier wieder mit einem Char rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist auch noch eine World Quest oder ein Bonusziel. Soll ich mal mitnehmen noch? Kommt der mit? Ach, das sind halt alles wieder Range-Mobs. Komm her. So ein bisschen Rambazamba machen können. Ja. Gut, es gibt ja genug Sachen, die du so transmoggen kannst, ne? Also, da hat man ja auch eigentlich schon recht gute Auswahl, ne? Kann man ja eigentlich nichts sagen. Auf dem Grabmal, aber waren die Sachen aus dem Grabmal nicht einfach ein Redesign vom T6? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Kann ich die alle zusammenzählen, ohne dass ich verreck? What the fuck? Was hauen denn die an Damage rein? Fuck, die sind alle noch gestorben und ich bin auch verreckt. So ein Dreck aber auch. Alter, was hauen denn die Mobs rein? Übel. Eigentlich Reise sind das Beste. Ich glaube, da stehst du ziemlich alleine da mit der Meinung. Tja. Ich glaube, da hast du nicht sonderlich viele Supporter, wie es scheint, hä?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie es angepreset genau, welches das war. Müsste ich mir nochmal anschauen, aber das ist, kommt wahrscheinlich auch auf die Klasse drauf an, ob es gut oder nicht gut ist. Wer möchte meiner Gruppe beitreten? Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Hier, ich stehe gerade bei einem. Was war ich? Das aus wie ein Kaugummi, okay. Ja, kann man machen, ne? Ach, beim Sterben machst du einen krassen AOE? Ah! Du bist quasi so ein islamistischer Attentäter, oder was? Allahu Akbar, und dann rennst du alle mit in den Tod, oder was ist da los? Okay. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich sterbe ja sonst nicht, weißt du? Aber dann wird das jetzt meine Taktik, in alle Mobs zusammenziehen und dann sterben, um sie zu töten. Was ein Huba-Buba bist du dann? Naja. Das wusste ich echt nicht, dass du dann die Mobs in die Knie zwingst damit. Ist ja lustig. Brauche ich die? Nee, die brauche ich nicht. Jetzt brauche ich noch die normalen Viecher, ne? Die hier brauche ich noch. Jetzt kommen die wieder nicht zusammen. Na komm her. Also sterben ist mit Lichtgeschwind nicht so schlimm. Das ist ja gut zu wissen. Dann kann ich vielleicht ein bisschen offensiver in die Mobs immer reingehen, wenn du sie dann mit E quasi killst. Na gut, du hast auch noch diesen Beschuss, ne, von oben, der halt auch schon recht nice ist. Das ist die neue Boss-Taktik, quasi mit 24 Lichtgeschmiede in den Boss reinstellen, alle sterben und Boss geht hops. Das wäre cool, wenn das geht, ja. Ja, so ein Boss finishen, aber ich glaube, das macht nur Sinn hier im Low Level, dass du irgendwas tot kriegst. Ich mach mal einen Boss-Kill-Taktik-Guide mit lauter Lightforge Trainer. Oh, Scheiße, ich habe dein Ding vergessen. In der Base. Die nehme ich noch mit und dann sind wir, glaube ich, schon wieder bei relativ vom Ende angelangt von der Folge hier. Den hier. Ach komm, unterbricht er mich auch noch. Was soll denn der Mist? Ja, ich hab da schon ganz gute Taktiken mittlerweile. War mal ziemlich langsam, ne? Jetzt habe ich nicht mehr das ganze Gebiet hier durchgebastelt. Ja, die Dudu-Gestalt hast du weiterhin. Also du kannst auch die dann transmoggen. Das geht. Das Problem ist, du transmoggst sowohl das Waffendesign-Ding als auch die Gestalt, ne? Also wenn du mit deinem Druid eine bestimmte Gestalt willst, musst du halt auch diesen gambling Waffentransmog nehmen. Das finde ich ein bisschen blöd. Weil so ist, wie es vorher war, ne? Hast du quasi deine komische Waffe getransmoggt und dann war die halt auch anders. Die vom Mage Tower kriegst du nicht mehr, das ist richtig. Die kriegst du leider nicht mehr. Mein Gott, wann komme ich denn aus dem Kampf raus? Ist das blöd? Ich bin immer noch Infight. Ernsthaft? Hier, wie wär's? Der Rüstmeister. Der läuft mir so lange nach, hä? Der will mir seine Ware noch andrehen. Die plus 15, da müsstest du nur holen können. Das müsste weiterhin funktionieren. Es geht halt quasi bloß um den Mage Tower, dass du den nicht mehr machen kannst. Leider. Ja, das ist eine schicke Sache gewesen. Eine schicke Sache. So. Ist das Zeug hier nicht aus Dingsbums? Aus dem Kloster oder irre ich mich da gerade? Oder war das, aber aus irgendeiner Classic-Innie war das, glaube ich.
Nee, ich glaube, du solltest nicht einloggen. Ich hatte gestern schon Luck. Gestern hat mich auch schon keiner umgeboxt. Aber vielleicht haben die Leute jetzt einfach Schiss, weil es schwierig geworden ist, auch, weißt du? Die Lowies umzuhauen. Aber Space, schön, dass du es ansprichst, ne? Schön. Ja, ich bin PvP inaktiv, also man kann mich gar nicht umhauen. Was macht man nicht? Es ist richtig so, was macht man nicht? Warte, wo ist das Ding zum Looten, ne? Da ist es zum Looten. Da haben wir das Ding. Hier weg. Ah, zum Glück habe ich das desorientierende Ding hier mit dem Pala, aber ich glaube, das kannst du vom Mount aus nicht einsetzen. Gut, du kannst auch quasi nichts aufmachen vom Mount auf, von dem her bleibt sich's eh gleich. Den Anti-Lexi lässt er auf mich los. Ist das so? So einer bist du. Ich armer Tropf will doch nur in Frieden leveln. Man hat's nicht leicht mit euch. Weil die das gefixt haben. Du kriegst da jetzt wesentlich weniger. Leider. Leider, leider kriegst du da weniger. Dann da hinten. Die wollen halt nicht, dass du den alten Content läufst, sondern den neuen, ne? Wenn du da noch so viel EP kriegen würdest, dann würden halt noch zu viele Leute dann den alten Content machen. Das will halt Blizzard immer nicht. Ach du wirst bestimmt bei auf hier in BFA quasi wieder einen Haufen Gold kriegen. Aber sie nerven halt immer alte Sachen, ne? Dass du die halt nicht mehr so exzessiv machst. Aber sonst müssten sie das Gold in dem neuen Zeug nochmal höher machen und dann hättest du genau das, was Space meint, dass die Inflation hochgeht, ne? Ja, wird dann sicher genug neue Sachen geben, die du machen kannst, um dir die Spinne kaufen zu können. Und außerdem, die Spinne ist ja schon alt, altes Zeug, ne? Jetzt als nächstes wird gespart für ein Riesendino mit dem Auktionshaus drauf. Merlaut, hey, grüß dich. Oder WB besser gesagt. Muss 5 Millionen für dieses große Ding sparen. Für das Aha-Mount. Das ist das Ding, was du haben solltest. Weil die Spinne, die kann ja theoretisch nichts, ne? Sieht vielleicht schick aus, ja, aber ein Aha zu haben, den du mitnehmen kannst. Wir können mal. Hier. Gehen wir sie mal raus, wenn wir sie schon haben, wenn wir schon mal drüber reden, jetzt muss ich bloß aus dem Combat kommen. Ah, die Mobs rangen wir aus. Natürlich lohnt sich's noch rumzufliegen und Schätze zu holen. Da haben wir sie. Du hockst da eigentlich genau auf dem Genack, oder? Na, bestimmt nicht so angenehm. Alle, die eine Arachnophobie haben, jetzt lieber wegschauen. Willst du etwa den Goldpreis warnen oder warum macht dir die Inflation so viel Angst? Na komm, wenn ich jetzt hier in die Ecke renne? Nein, nein, hier kommen die Mobs von allen Seiten. Hier aufmounten. Gibt's einen 9 Millionen Mount? Wahrscheinlich, ja. Die gehen da immer weiter hoch. Halt, da hinten gibt's noch ein Teil, was ich mir holen kann. Ja, das ist halt die Sache. Black Market geht halt immer weiter hoch, ne? Mal schauen, wann sie ein neues Goldcap machen mit irgendwie 100 Millionen Gold. Das wird immer weiter hochgehen, das kann ich euch sagen. Ob sie da mal einen Squish machen, ne? Ist ja fraglich. Vielleicht bringen sie irgendwann mal eine neue Ressource, irgendwann Diamanten oder so. Das sind dann irgendwie 1000 Gold sind dann ein Diamant. Halt, warte mal, das ist nicht da drin, das ist da oben, ne? Ah, da muss ich also aus dem Kampf kommen. Und zwar ist das auf so einer Säule oben, das Ding.
Wo du blöderweise jetzt nicht. Ah. So wie bei D3, ja. Ja, mal schauen, ob sie da irgendwann mal sowas machen. So, jetzt müssten sie bloß nur weglaufen. Wunderbar. Wunderbar. Boah, ich habe schon ewig nicht mehr Diablo 3 gespielt, ne? Das müsste ich auch mal wieder machen. Fällt mir jetzt gerade so auf. So, zwei Dinge haben wir noch. Die machen wir jetzt noch in der Episode, dass wir das fertig haben und dann. Na, ich denke mal, ich komme nur Level up sogar, wenn ich jetzt da drin das Ding noch mache. Jetzt hole ich mir das Teil hier und dann gehe ich jetzt aber da rein. Dann gehen wir da mal rein in den Laden. Wie war denn das bei Diablo 3? Gab es da Diamanten? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Das sind schon x Jahre, ne, mittlerweile. Ich bin Diablo 3 kurz vor Reaper of Souls bin ich quasi eingestiegen. Da habe ich nur, also, ja gut, kurz ist jetzt übertrieben, sogar schon, vielleicht so ein halbes Jahr vor Reaper of Souls bin ich, glaube ich, eingestiegen. Da habe ich noch gut davor Sachen, hier dieses, hier EP vorgefarmt, ne? Also, ich glaube, da war schon der Pre-Patch draußen, also, dass du hier Paragon-Zeug farmen konntest. Und, dann Reaper of Souls habe ich am Anfang gesuchtet. Und zwar, es war richtig, auch mit hier, da gab es ja diese Ladder, wer der Beste ist, da war ich, also, vor allem mit Chieftains war ich relativ weit oben gewesen, ich glaube, in der World Top 10 war ich da. Und da war ich schon ganz gut dabei, aber dann irgendwann hat sich das Interesse da auch ein bisschen verflüchtigt. Habe ich da mehr WoW gespielt. Und du kannst halt nur eins krass reinsuchten. Ne? Also ich mache halt ungern so halbseitige Sachen, sondern konzentriere mich gerne auf eine Sache. So, also hier ist das letzte Ding, was ich noch brauche. Dann nehmen wir auch die Quest mit, würde ich sagen. Oh, war ja, das dauert ja ewig, die Dinge aufzumachen. Okay, das wird nicht mal in einem Stun-Lock funktionieren. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Die Sockel für die Beweglichkeitsdinger von was? Ach so, ja, dafür, für die Gems, aber jetzt nicht als Währung. Ja, man kann nur eins richtig machen, das ist halt richtig, ja. Das ist richtig. Man hat nur begrenzt Zeit. Das ist auch immer so ein bisschen ein Problem bei vielen Dingen. Jo, danke, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Haben wir schon wieder Zähne, weißt du, weil ich heute so spät angefangen habe. Oh nein, was ist denn das für eine Rotz? Warum sind denn die Mobs schon wieder resettet? Wie ich sowas hasse. Komm, den stunnen wir jetzt mal. Dass dann teilweise die Mobs immer so kacke. Ach. Wollte ich eigentlich hier rauslaufen, weil die werden bestimmt wieder resetten, wenn sie das schon einmal gemacht haben. Ich hasse das. Du haust Mobs ewig low und dann resetten sie alle und dann war alles umsonst quasi. Das ist immer so der. Ach, ist das euer fucking Ernst? Der war fast schon wieder tot. Weiß ich nicht, das ist halt, warte mal sehen, der kommt, fick dich. Also hier aus Jux und Tollerei hau ich die Mobs halt auch nicht um. Das geht mir, sowas geht mir auf den Sack, wenn da die Mobs einfach resetten, weil sie meinen, ja, nee, komm, fick dich. Dann holen wir unsere Armada. Dann machen wir sie mal rund hier. Mittlerweile bleibe ich sogar in meiner eigenen Weihe stehen, weil ich spitz gekriegt habe, dass das doch ganz sinnig ist, da drin zu stehen. Mittlerweile bin ich so clever. Ja, machen dann extra 100 pro. Die machen Hard Reset dann. Denken sich, nee, kill, von dir lasse ich mich nicht killen, du Kacknub. Hard Reset, Arschlecken. Brauche ich den eigentlich, den Typen? Bin mir gar nicht sicher, ob ich den für irgendwas umbatschen muss. Ja, ich glaube, den brauche ich gar nicht, den Boss, ne? Der dauert bloß ewig. Und ob ich da irgend so einen Drop kriege oder nicht, ist eigentlich vollkommen wurscht. Bloß die Pilze sollte ich eigentlich immer aufmachen, ne? Die brauche ich. Brauche einen Haufen Pilzsaft.
Ich weiß nicht, also jetzt vom Schaden erhöhen habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Ich glaube, du musst halt einfach wieder ein bisschen skilliger spielen. Und, also jetzt ohne arrogant wirken zu wollen, aber ich denke mal, für mich ist es kein Problem, weil ich eh ein Tank bin, der auf Damage geht und schaut, dass er sein Damage fährt. Und ich kann euch sagen, dass es vielleicht mir dann genau recht gibt, weil du musst wahrscheinlich dann eine Spielweise fahren, wo du auch einen gewissen Schaden bringst. Also Tank 0815, der halt einfach nur draufkloppt und es irgendwie hinkriegt, sich am Leben zu halten, aber halt kein Damage drückt, der wird halt einfach seinen DDs auf den Sack gehen, weil sie ständig Aggro haben oder weil sie halt dann ständig Damage-Stop machen müssen. Also, das vielleicht verlangt halt von der Rolle wieder noch ein bisschen mehr Skill ab, ne? Ich fahre das eh schon so, dass ich versuche, maximal Damage zu machen, um quasi die Gruppe zu supporten. Und dann ist der Tank auch eine anspruchsvolle Klasse, wenn du versuchst, sowohl defensiv zu sein als auch zu damagen. Wenn du jetzt einfach nur stehst und dir der Damage bewusst war, und das konntest du ja im Moment auch, also davor, vorm Pre-Patch noch machen und einfach quasi Auto-Hit machen, ja, das ging mit der Aggro schon irgendwie zwischendrin mal wieder gespottet hast, dann war Tanken eigentlich ziemlich simpel, ja, wenn du das so quasi nur spielst. Wenn du es halt von der Damage-Perspektive spielst oder jetzt, wo du weniger Aggro machst, könnte es ein bisschen kniffliger für den einen oder anderen sein. Das wird halt dann richtig knackig, ja, das wird richtig knackig. Wir müssen dann wahrscheinlich wieder alle irgendwie gucken, dass defensiv sind, ne? Kann ich mir vorstellen. Mein Gott, ich brauche nur ewig viele Pilze. Ach, warte mal, hier gibt es doch eigentlich immer so einen großen Pilz. Wo ist denn der? Jonas, du auch so einen, den Saftbehälter, wie viel Pilzsaft du schon hast. Ich brauche einen großen Pilz, dann habe ich es, glaube ich. Dann haben wir es, glaube ich. Rotations. Es ist eigentlich bei allen Klassen so, dass du Procs hast. Also, wenn du kannst. Also, ich glaube, hier ein roter Makro geht erstmal gar nicht mehr. Ich glaube, das haben sie schon mal rausgenommen. Das zum einen. Und selbst als es noch ging, Cast-Sequenz heißt es. Und ganz ehrlich. Leute, die mit Cast-Sequenz gespielt haben, ist halt Tisch, ne, Kopf, Tisch. Also, ich glaube, ich kenne keine Klasse, wo es nicht irgendwelche Procs gibt. Das kannst du natürlich schon spielen, aber dann kannst du auch die Tastatur umdrehen, einfach nur draufdrücken. Ja, das macht genauso viel Sinn. Wahrscheinlich machst du damit sogar noch mehr Damage. Also, nein. Ja, einfach nur nein. Weiß nicht, das, was blinkt, zu drücken, so viel sollte man noch in der Lage sein, ja. Hast aber beim Druid auch Procs von den einzelnen Zaubern. Also das. Einfach nur nein. Und das sind genau die, die am meisten Schaden machen, ne? Natürlich, es klappt bei jeder Klasse, aber du wirst halt nie optimal performen damit, weil du deine ganzen Procs halt nicht mitnimmst. Gehen tut das schon, ja, natürlich. Ich kann auch den Char hier hochleveln, indem ich nur Richtuttal drücke. Und zwar mit dem von 1 auf 100 Level. Ich kann auch damit in den Raid gehen, aber ich werde halt nicht am meisten Schaden mitmachen, ja. Gehen tut das, ja, aber optimal ist es nicht. Kannst auch auf den Händen zur Arbeit jeden Tag laufen, ja. Wenn du quasi auf den Füßen läufst, wirst du wahrscheinlich trotzdem schneller sein. Gut, das als Schlusssatz. Wir haben jetzt die Stunde schon wieder gut ausgereizt. Für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.